Hallo, liebe Freunde der russischen Sprache. Wir besprechen heute Adjektive und Possessivpronomen. Ich möchte aber mit einem Gedicht beginnen von Johann Wolfgang von Goethe, übersetzt von Michail Jurjewitsch Lermontow. In diesem Gedicht treffen wir sowohl die uns schon bekannten Nominative als auch die Adjektive. Горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой. Не пылит дорога, не дрожат листы, подожди немного, отдохнешь и ты. Also Adjektive in Nominativ. Прилагательные, именительный, падеж. Geschlecht des Adjektivs in der russischen Sprache род прилагательного. Gibt es drei Geschlechter. Мужской род, masculinum. So wie zum Beispiel любопытный Абрам, neugieriger Абрам. Средний род, neutrum. Райское яблоко, парадис-апфель. И женский род, femininum, наивная Ева, наиве Эва. Die Adjektive beantworten die Fragen. Masculinum, welcher, какой. Femininum und plural, welche, какая, какие. Und neutrum, welches, какое. Wir beginnen mit dem Maskulinum. Мужской род. Какой он? Острый нож. Смешной жук. Большой конь. Уютный дом. Кислый лимон. Весенний ирис. Und горячий чай. Die Frage какой hat am Ende ой und die dementsprechende Adjektive in Maskulinum haben Endbuchstaben entweder ой oder ый. Kann sein, dass sie auch ich sind. Женский род, femininum. Какая она? Акустическая гитара. Грустная цапля. Летняя гроза. Sommergewitter. Детская карусель. Серая мышь. И новая мышка. Das Fragewort какая hat Endbuchstaben ая. Und die dementsprechende Adjektive haben am Ende entweder «ая» oder «яя». Средний род, neutrum, какое оно? Желтое такси. Горячее солнце. Маленькое облако. Высокое здание. Свежее молоко, вкусное мороженое и острое копье. Какое, ое, und die Endbuchstaben von allen diesen Wörtern sind entweder ое oder ее. Множественное число, плюраль. Какие они? Хорошие наушники. Острые ножницы, старые часы, женские брюки и синие джинсы. Какие ие? Ие und ие sind die Buchstaben, die am Ende den Adjektiven in Plural stehen. Und zusammengefasst in der Tabelle. Man sieht, dass nur
masculinum drei verschiedene Endungen haben, femininum, neutrum und plural haben nur zwei verschiedene Endungen. Aie, jaie, oie, jeie, ije und ije dementsprechend. Ich wollte heute auch nur kurz Adverbe besprechen, обстоятельства. Diese Wörter sind sehr, sehr bequem. Sie brauchen keine Deklination, sie stehen aber in der ziemlich direkten Verbindung mit den Adjektiven, so wie zum Beispiel хороший, хорошая, хорошее, хорошо. Gut. Wie geht's dir? Gut. Как дела? Хорошо. Und Possessivpronomen, притяжательные местоимения. Sie beantworten die Frage auf Deutsch wessen. Auf Russisch werden sie geteilt. Maskulinum чей, femininum чья, neutrum чье und plural чьи. Wir beginnen mit dem Pronomen я. Ich. Wie man sieht, all diese Wörter haben verschiedene Endbuchstaben. Aber die gewisse Regelmäßigkeit und Ähnlichkeit vor allen Dingen mit den Adjektiven kann man schon merken. Also, masculinum мой, femininum моя, neutrum мое und plural мои. Wie sieht das aus in Verbindung mit den Adjektiven? Zum Beispiel masculinum мой полосатый галстук. Femininum моя клетчатая рубашка. Мое летнее платье. Мои черные туфли. Mit dem nächsten Pronomen, ты, du, geht die Geschichte weiter und die ist wieder ziemlich ähnlich. Твой полосатый галстук. Твоя клетчатая рубашка. Твое летнее платье. И твои черные туфли. Он und оно haben für alle Geschlechter und für Plural nur eine einzige Form, его. Sehr einfach zu merken. Also, его лучший полосатый галстук. Его клетчатая летняя рубашка. Его черное осеннее пальто. Hier können wir natürlich nicht Sommerkleid verwenden, weil die Männer keine Kleider tragen. Deshalb müsste ich hier ein bisschen anders gestalten und его большие шикарные туфли. Plural. Она. Она ist auch sehr bequem. Sie hat nur eine Form. Ее. Also, ее легкий полосатый жакет. Жакет ist masculinum. Ее клетчатая летняя сумка. Сумка femininum. Aber ее bleibt. Ее синее теплое пончо. Da sind wir beim neutrum. Aber wie wieder sehen, ее bleibt. Und ее зимние шерстяные перчатки. Dieselbe Form für Plural. Мы, wir. Hier gibt es wieder schon uns bekannten Endbuchstaben für Femininum A, Neutrum E und Plural I. Also, мы, wir, наш. Наш свежий хлеб. Das ist Maskulinum. Наша
Мягкая булочка. Sie erkennen schon femininum. Наше хрустящее печенье. Das ist natürlich, selbstverständlich, neutrum. И наши вкусные круассаны. Мягайт. Плюраль. Вы, ihr. Fas dasselbe. Nur. Ваш, ваша, ваше und ваши. Auch für die Höflichkeitsform вы, was sie entspricht, wird genauso verwendet ваш. Ваш свежий хлеб. Ваша мягкая булочка. Ваше хрустящее печенье. И ваши вкусные круассаны. Они. Они. Sie, Mehrheitsform, haben auch wieder nur einmal ich für alle, wie man sieht. Ich, деревянный дом. Ich, крутая машина. Ich, большое дерево. Ich, веселые друзья. Unabhängig von Geschlecht und Plural, überall für sie verwenden wir Possessivpronomen ich. Und ich habe wieder alles in eine Tabelle gefasst. Hoffentlich können Sie alles so gut überblicken und nachvollziehen wieder. Und natürlich verwenden. Und schon wieder, Scully und Mulder sprechen miteinander. Привет, Малдер. Сегодня отличная погода. Скалли, сними розовые очки. Все такое серое, безрадостное. Что ты, Малдер? Это просто небольшой туман. Романтично. Какая романтика в такой холодный день? Осенний парк так прекрасен. Давай прогуляемся. Мне больше нравится моя уютная квартира. Неохота. Одень зимнее пальто и шерстяные перчатки. Ладно, оденусь потеплее. Через пару минут выйду. До встречи. Und jetzt die ganze wieder in einem Überblick. Ich schlage vor, Sie übersetzen die neuen Wörter und finden dazwischen die Adjektive und die Nomen und wahrscheinlich auch die anderen Formen. Und am Ende möchte ich noch ein Gedicht von Heinrich Heine, schon wieder kreativ übersetzt Michail Lermontov. In diesem Gedicht finden Sie auch die neuen Adjektive. Übrigens, die nächsten Unterhaltungen, in den nächsten Unterhaltungen werden wir schon die Nomen und Adjektive deklinieren. Und in diesem Gedicht stehen die manche Nomen und Adjektive nicht unbedingt in Nominativ. Also, на севере диком стоит одиноко на голой вершине сосна и дремлет, качаясь, и снегом сыпучим одета, как ризой она. И снится ей все, что в пустыне далекой, в том крае, где солнце восход. Одна и грустна на утёсе горючем прекрасная пальма растёт.